Also, Generatoren bauen, Kabel bauen und das Ganze zu Ende machen. Naja, zu Ende machen nicht. Das schaffen wir nicht, weil zu Ende bauen würde heißen, wir hätten da am Ende 64 Magma-Dynamos stehen und wir hätten Tesserakts 3 mindestens. Das kriegen wir also nicht in jetzt ein, zwei Folgen zu Ende, aber wenigstens schon mal einen guten Grundstock legen. Das heißt, wir hätten gerne Magmatic Dynamos, davon hätten wir gerne ein paar mehr. So. Woran hapert's? An Invagiers. Okay, wir stellen hier Invagiers ein Stack, richtig? Bam. Ja, das reicht schon mal nur für 16. Und wir haben kein Invar mehr. Und wir brauchen auch noch Invar für die Maschinen selber. Also, gehen wir hoch, stellen wir mehr Invar her. Also, gucken, wie das so aussieht von wegen, ne? Strom und so. Quatsch, Eisen und so. Raus, raus. Wir haben noch ein bisschen Invar. Ein Block. Wir haben kein Nickel. Das ist komisch. Wir haben sogar einen leichten Eisenüberschuss. Okay. Das heißt, ich hätte gerne Nick. Nickel, Ore, Dust. Das kann rein, das kann rein, das kann rein, das kann rein. Zeug kann alles rein. So. Das sollte reichen. 16 Stück. Und dann Iron. Wow, wie geil. Sehr schön. Also das Rumhampeln im Nether hat sich tierisch gelohnt. So, so. Weil sobald durch irgendwelche Betätigungen, welcher Art auch immer, Zeit vergeht, hat das System endlich mal Zeit, vor sich hin zu produzieren in Ruhe. Dich schmeißen wir rein, dich schmeißen wir rein. Den Rest schmeißen wir hier rein. Und den Rest hier behalten wir im Inventar, damit wir gleich nachlegen können. Also dich zerlegen bitte. Du kannst da schon mal rein. Dann, während das hier vor sich hin kocht, hätte ich jetzt gerne die Conduits selber. Und dafür brauchen wir sehr viel Redstone. Conduit, genau, die Dinger da. Die brauchen für die Herstellung Redstone Energy Conduit Empty. Die brauchen Elektrum, was wir da drüben herstellen können. Also, wir könnten es auch in der Smeltery gleich mischen, aber es müsste sogar schneller gehen, oder? Weil da können wir eine ganze Blöcke rausgießen. Weiß ich nicht. Naja, und Hardened Glass. Dafür brauchen wir wieder Pulverized Obsidian. Das werden wir nicht so in der Form vorrätig haben. Oder? Boah, doch. 96 Stück. Sehr, sehr gut. Achso, genau, du kommst mal mit. Und dann brauchen wir noch Blei. Haben wir auch dezent. Wir haben ein paar. Wir haben das noch nicht irgendwo einschmelzen lassen. Das heißt, wir sollten davon auch was mitnehmen. Und wenn wir mit dem Invar fertig sind, Blei oben reinschmelzen. Also eigentlich sollten wir da hinten noch mehr Exporter bauen, Flüssigexporter, noch mehr von den Dingern da und dann auch Blei und Zinn und so weiter mit in das System da hinten mit einbinden. Aber das ist wieder zu viel Friemelkram und ne? So, da ist Invar. Gut. Invar, raus, raus, raus. Nickel ist ein bisschen was über, aber nicht so viel, wie ich dachte. Das heißt, das kann rein und Blei kann rein. Ah, es könnte schon fast reichen für die ersten 16 oder so Dynamos. Und das reicht eigentlich auch erstmal, weil wir haben nicht so viel Stromfresser. Der größte Stromfresser wird sein das ME-System. Und selbst das wird momentan von 3 oder 4 Magma-Engines betrieben. Wenn wir da jetzt 16 Stück irgendwo hinhauen, das verpufft alles einfach die Energie. Wobei es da ja auch bei Applied Energistics jetzt neue Energiespeicherformen gibt. Also Strom, Energie, Speicher, Dinger. Ja, mal gucken, ob ich die finde. Applied. Nimm Energy Cells. Die Dinger waren das, glaube ich. Die konnte man multiblockartig in der Welt aufbauen. Und je nach Größe kann es halt mehr speichern. Das klang ganz interessant. So, Eisen ist gleich eingeschmolzen. Invar 45. Okay.
Dann noch mehr Blei und noch mehr Eisen. 9, 18, 27. Oh, das geht gut ab. So, Shiny Block, dich zerlegen wir mal zu denen da, bevor ich wieder in Versuchung komme, dich irgendwo hin zu positionieren. Euch zerlegen wir so zu einem Stack. Inva, sehr gut. Dahin. Flup, flup, flup. 9, 18, 27 mal 2 sind 54. Könnte ganz knapp hinhauen, oder wie viel waren das? Nee, es war viel weniger. Mist. Okay. Ich brauche Nickel. Lalala. Wenn es nicht klappt, einfach mehr hinten reinkippen. Dann haut das schon irgendwie hin. Aber jetzt wird gerade Eisen eingeschmolzen. Wir haben aber keinen Nickel mehr im System. Ja, nee, so rum wird das nichts. Das muss raus. Du musst oben rein, damit wir ein neues Invar bekommen. Damit wir den Blei da rauspumpen können. Nee, nicht so schön. Und kommt schon, Köpfe, ihr müsst hier weg. Ihr steht einfach nur dumm rum. Das ist blöd. Ich muss mir irgendwas Gutes ausdenken, was ich mit den Köpfen anfangen will. Vier Stück sind es ja. Da rein. Was haben wir hier eigentlich noch? Glowstone Nox. Und ein Safari-Netz, wo irgendwas drin sein kann. Die sind cool. Die sind echt cool, weil da können Viecher drin sein, die gibt es im Spiel gar nicht. Also auf unserem Multiplayer-Server hatte ich mir gedacht, ach, wir haben jetzt ja schon so viel gebaut und sind schon fast fertig mit dem Content und so. Benutzen wir doch mal die Safari-Netze da. Und bam, halbe Anlage zerstört. Mal gucken, ob sowas Ähnliches bei uns auch noch passiert. So, Nickel, Invar da. Zack, zack. Ah, reicht's für dich auch noch? Ja, okay. Raus, raus. Schauen. Raus. Dann hätten wir jetzt gerne das ganze Blei raus. Zack, zack, zack. Da werde ich aber nur die erste Ladung jetzt von Hand abfüllen. Den Rest können wir zwischenzeitlich machen, weil so viel Blei werden wir nicht brauchen für die Kabellage, hoffe ich erstmal. Das ist ja fast ein halber Stack hier, das haut schon hin. So. Zerlegen. Zerlegen. Schon mal wieder ein Auftrag. Hallo Pickaxe. Schon mal wieder einen Auftrag geben. So, 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 so. Gut. Runter. Jetzt dieses komische harte Glas herstellen. Das machen wir. Induction Smelter. Ich hätte gern das da und das da. Gut. Das arbeitet. Denn der Steam Dynamo kann ins System. Rein, rein, rein. Pfeil kann rein. Shiny Ingots können rein. Ihr könnt rein. So, Magma. Tick Dynamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Werden jetzt 10 Stück. Das reicht eigentlich für den Anfang. Bauen wir die erstmal hin. Dann gucke ich mal nach Redstone, weil das wird echt ein Problem werden. Ich nehme mal ein Stack mit. Die leeren Dinger hier auch schon mal. Und dann zeige ich euch, wie das theoretisch funktioniert. Ich hatte es ja schon mal im Kaltdurchlauf quasi demonstriert. Also, hier kommt Redstone rein, wird geschmolzen, kommt hier in den Tank, wird hier reingepumpt und sammelt sich da ganz langsam an. Und die Energy Conduits werden dann hier reingelegt. Oh, wieder richtig flott. Okay, das ging schneller als ich dachte. Das sind jetzt die fertigen Dinger. Das sind unsere Stromkabel. Okay. Also, entweder haben die da irgendwas dran gedreht oder ich habe das nur verdrängt, wie schnell die gebaut werden. Wie voll ist der Tank? Ja. Also, für die Kabellage reicht es auf jeden Fall. Die Tesseracts werden das gewesen sein, was viel Flüssigkeit brauchte. Das heißt, wir brauchen jetzt die Kondui. Gucken, ob wir noch Vorräte davon haben, von diesem komischen Bleizeug hier. Ah, sehr gut. Elektrum haben wir nicht. Okay. Dann hätte ich gerne Gold. Kein Block. Nein, ich hätte gerne so 23 Gravel. Und Silver.
Nimm, 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 nimm. 23 davon. Eine schön komische Zahl. Ah ja, und noch mehr Redstone. Weil das Redstone, was wir da reingeschmissen haben, wird jetzt schon aufgebraucht sein. Fast, ja. Die Energie übrigens aber auch. Das ist, ja. Euch da rein. Flop, flop, flop. Oh, sehr schön. Also es geht wesentlich besser voran, als ich dachte. Das ist schon mal sehr gut. Die Frage ist jetzt nur, wie wollen wir damit arbeiten? Ich hatte ja schon mal angedeutet, dass wir oben so eine Zwischenebene reinbappen könnten. Weil wir brauchen jetzt theoretisch, wenn wir wirklich von den Magmatic-Dynamos da weggehen wollen, dann bräuchten wir an jedem Gerät, das wir aufstellen, ein extra Stromkabel von oben. Was natürlich ein bisschen, ne, ärgerlich ist. Aber darauf wird es hinauslaufen. Entweder das oder Tesseracts. Tesseracts sind die Teleporter-Dinger. Na gut, setzen wir erstmal ein paar testweise rauf. Ja. Wir können die einfach hier draufsetzen, oder? Spricht da irgendwas gegen? Ja. Theoretisch könnte es zu Engpässen kommen. Also ja, es könnte zu Engpässen kommen, wenn die Dinger nicht schnell genug einschmelzen und gerade ein hoher Stromverbrauch ist. Aber es hat auch einen sehr wichtigen Vorteil, nämlich, dass nur Lava ins ME-System gepumpt wird, das nicht für die Energiegewinnung direkt gebraucht wird. Ich gucke einfach mal. Zack, 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 zack. Wie viel sind das jetzt? 6 Stück. Das ist sehr wenig Lava. Also die haben sich jetzt nur das geschnappt, was gerade in den Crucibles war. Und ich glaube, ja, das ist wieder über die Fluiducts. Ja, also Fluiduct. Es bekommt Lava von hier. Lava kommt hier an diesem Knotenpunkt an. Er hat zwei Möglichkeiten, wo er hingehen kann. Also da kann er nicht hin, weil da ist ja selber ein Eingang in den Fluiduct. Er kann nach da fließen, Richtung im E-System. Oder er kann dann nach oben zu den Dingern. Das heißt, die Hälfte kommt immer bei den Dynamos an und die andere Hälfte kommt ins ME-System. Ob es dann nun gebraucht wird oder nicht. Das heißt, das ist nicht so schön, die Lösung. Könnte sich mit der Zeit aufgehen. Aber ehrlich gesagt finde ich die Lösung nicht gut. Die Alternative, die ich hätte, ist aber wieder ressourcenintensiv. Und ihr wisst, was ressourcenintensiv heißt. Das heißt, ich muss viel hin und her laufen und zusammensuchen und was weiß ich. Aber ich denke, es wird langfristig besser sein, dass wir einfach die Dynamos oben raufsetzen. Oder warte mal. Nee, so rum ist doof. Pickaxe. Da. Also, wir brauchen Fluid-Exporter, mal wieder, und zwar sehr viele, und die kommen hier über die Fluiducts und zeigen dann nach oben. Und da kommen dann die Dynamos rauf. Das heißt, die Dynamos schweben hier quasi, wo wir jetzt gerade stehen, in der Luft und werden nur unten gehalten von dem Fluid-Exporter. Und dann kommt oben drauf die Kabellage. Okay, am Eisen wird es diesmal nicht mangeln, weil wir müssten genug Eisen haben. Aber ich denke, Glas zum Beispiel könnte ein Problem sein, mal wieder. Oder was sagt unser Glas? Ne, sagt nichts. Oh, und ich habe das Jetpack vergessen. Nicht, dass ich gleich irgendwo runterfalle. Du bist voll, das ist sehr gut. Du, dahin. Whee! Na, Habermus, dann. Knack. Oh, und Toastbrot essen. So. 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 Ich hätte jetzt gerne testweise erstmal 6 Fluid-Exporter. Fluid. Also schon mal 2. Alles gut. Fluid-Export-Bus. Dafür brauchen wir Precision, dafür brauchen wir normale Export-Bus, die wir nicht haben.
Dafür brauchen wir die schwarzen Dinge. Brauchen wir die Dinger. Okay. Bau davon 51 Stück. Das klingt sehr, sehr gut. Das hat mir eben 200 Eisen gekostet. Nur so, ne? Nebenbei. Und wir haben keinen Fluix-Tast mehr. Da.